Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei AMD Geode. Ich habe heute mal was Besonderes vorbereitet und zwar kennt ja, na, ich muss mich jetzt aufpassen hier. Also viele von euch kennen ja Rust. Rust ist ja ein richtig geiles Spiel. Also ich persönlich denke, es ist eigentlich Minecraft mit einer aufgebohrten Grafik. Aber im Grunde nach kann man eigentlich sagen, obwohl es auf Minecraft ja auch Zombies gibt, ist es eine Mischung zwischen DayZ und Minecraft. Und ich habe hier jetzt mal was vorbereitet. Ihr seht ja schon an meinem Inventar den ganzen Fleisch, was ich habe, dass da was nicht stimmen kann. Tatsächlich stimmt auch hier was nicht. Und zwar bin ich jetzt mit einem befreundeten Server-Admin gerade auf dem Server. Mit natürlich auch ganzen anderen Spielern hier. Ich sehe das links beim Chat. Also es ist eine ganze Menge sind online. Und hier habe ich jetzt mal alles vorbereitet hier. Also Barrikaden, gut, die brauche ich eigentlich nicht. Dann Wände, Türwege, Rampen, Fenster, Sailing, also der Zwischenstock quasi und Foundation. Ich habe hier natürlich auch noch ein bisschen was dazu gekriegt. Hier ist noch immer Fleisch, 250 und ihr seht da schon an der Menge. Also das ist eigentlich nicht normal. Und das habe ich auch nicht gesammelt und noch nicht gebaut, sondern das habe ich bekommen. Und ich will euch heute mal zeigen, wie man hier in Rust eigentlich so ein Häuschen baut. Das soll nur mal eine kleine Einführung sein. Also ich weiß noch nicht, ob ich das Let's Playen werde. Falls ich das machen soll, müsst ihr mir natürlich vorher Bescheid sagen. So. Hier einen hin. Na, ja, ist ein bisschen tricky hier mit der Steuerung. Da einen und da einen. So. Jetzt haben wir schon die Foundation. Die ist jetzt aus Metall, also nicht so einfach sprengbar. Jetzt haben wir eine Metallwand. Die kann ich aber, wie ich jetzt erst merke, erst setzen, wenn ich die Teile dazu habe. Und zwar die ja, Seitenteile. Die habe ich natürlich jetzt nicht. Und deswegen komme ich jetzt auch nicht weiter. Ha, blöd. Okay, aber ich kann euch auch noch was anderes zeigen. Und zwar ist das jetzt hier keine normale Version, sondern wie ihr ja schon in dem Licht hier sieht. Es ist eigentlich stockfinster und ich sehe trotzdem alles. Das hat den einfachen Grund. Ich habe jetzt zu Testzwecken ein Hack installiert. Und den gleichen hat Maurice auch, also Pedoblaze. Und den habe ich von einem Freund aus hier Rust, aus Kroatien bekommen. Der hat uns einfach gefunden, wir haben uns unterhalten, haben entschlossen, hier, wir machen zusammen ein Team, wir spielen zusammen und bauen uns was auf. Und hier ist gerade ein Schuss gefallen. Ja, auf jeden Fall habe ich diesen Quack installiert. Das heißt, ich muss eigentlich nicht so langsam laufen. Ich kann auch schneller laufen. Also das hier ist normal. Das ist schnell. Und ich kann auch viel schneller. Durch Wände. Normal. Das in diesem Fall natürlich wieder nicht, weil wir sind hier in der Aufnahme. Da geht ja grundsätzlich alles schief. Ja. Also Rust ist an sich eigentlich eine sehr unfreundliche Gegend. Also man hat ja hier diesen In-Game-Chat, so ähnlich wie bei DayZ, einfach auf V drücken und sprechen. Und normalerweise sagt man dann hier, ja, hallo, ich bin friendly und so weiter und darf ich mich nähern. Dann sagen die Leute, wow, dann sagen die Leute in der Regel, ja, komm. Dann ist in Ordnung, aber den grünen Typen, den ihr gerade gesehen habt, der hat er auch gesehen, der hat auch so ein Hack drin gehabt und hat mich jetzt erledigt, die Drecksau. Ja, das passiert natürlich, wenn man jetzt nicht aufpasst, ne? Also wenn man einfach hier durch die Gegend stolziert und gefunden wird. Und jetzt ist natürlich mein Inventar wieder leer. Und ich hörte gerade, ich bin ganz in der Gegend. Ah, da hat noch ein bisschen mehr. Okay, also der war ganz in der Gegend. Ich habe nämlich gerade nochmal schießen gehört. Das bin ich aber nicht, glaube ich. Also ihr seht, das ist eine sehr unfreundliche Gegend hier. Also es wird nicht gefragt hier, bist du freundlich, willst du leben oder sowas. Da heißt es einfach, Hauptsache geschossen. Und das ist er, der Drecksack. Das ist der Wichser. Entweder hat er gerade einen Zombie angezogen oder ich.
Wenn der jetzt natürlich auch einen Mod drin hat, dann sieht er mich natürlich gleich. Oh! Hat der sich gerade selber getötet? Boah, fett. Schnell alles looten hier. Boah, jetzt geht mir gerade die Pumpe, Leute. Sowas ist mir noch nie passiert. Ah, scheiß auf die Fackel, Mann. Ich bin gerade total außer Atem. Ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor der Drecksack respawnt. Und zwar bei mir. Jawohl. Ja, also Leute, da muss man Glück haben. Ich glaube sogar fast, das war der Admin. Jetzt schnell weg hier. Alles andere war unwichtig, braucht man nicht. Ja, nicht dumme Siedlung. Ach Gott, bin ich froh, dass ich das auf Video habe, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ja, das hier ist jetzt eine radioaktiv verseuchte Gegend. Deswegen sollte man hier schnell durch und vor allem weiter. Ihr seht auch unten rechts, wie die Radanzeige steigt. Also ganz ehrlich, Leute, das war gerade pures Glück, ja? Also sowas passiert euch nie, dass einer, dass ein Pro-Gamer auf Frost so blöd ist und sich selber killt. Das passiert nie. Da könnt ihr ewig warten drauf. Und ich hab's tatsächlich erlebt. Ich bin sowas von stolz auf mich. Was heißt stolz auf mich? Ich habe hier gar nichts gemacht, aber... ja. War auf jeden Fall Glück. So, ich denke, das ist weit genug. Jetzt liegt da noch einer. Da liegt doch noch einer. Oh, da ist schon jemand. Nee, 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 nee. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ja, denke ich mal, bin ich sicher. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Also ziehen wir mal Helmchen an. Das kann man wegwerfen. Da haben wir nämlich Ersatz für. Das kann man auch wegwerfen. Das. Das. Das weg. Die MP rein. Magazin für die MP. Das kann man auch weg. Das kann man auch weg. Granaten kann man anscheinend nicht höher als 5 stacken, wenn ich das gerade richtig sehe. Dann holen wir die mich jetzt auch mal mit rein hier. Alter, wie blöd muss man sein, ey. Pro Gamer und lagt sich selber in die Luft. Naja, gut, okay. Munition haben wir, das ist sehr viel wert. Türen haben wir aus Metall. Das Ding behalte ich mal, weiß man ja nie. So, und das hier ist alles Metall, 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 Holz, Holz. So, und jetzt, meine Freunde, wenn ich es denn noch hinkriege, hier die Waffe zu ziehen. Hallo? Warum kann ich nichts mehr benutzen? Okay, also aus irgendeinem Grund kann ich nichts mehr benutzen. Ich weiß noch nicht warum. Okay, das wird natürlich erklären, warum ich wurde vom Server disconnected, warum auch immer, vielleicht Verbindungsproblem oder sowas. Aber das war jetzt mal eine kurze Einführung. Ich danke wirklich dem Game quasi oder dem mysteriösen Mann, der sich selbst in die Luft gejagt hat, dass ich wirklich mal zeigen durfte, was es auf Rust alles gibt. Also ihr habt es gesehen, Kanonen. Moment mal, wenn ich nochmal hinzufüge, dann müsste ich eigentlich nochmal die Sachen haben. Ich versuche da mal gerade. Also wie gesagt, es gibt Kanonen, es gibt Gewehre, es gibt MGs, es gibt Pistolen, es gibt Pumpguns, es gibt Granaten, es gibt Sprengsätze. Also es gibt eigentlich nichts, was es da nicht gibt. Und so wie ich gerade sehe, habe ich mein komplettes Inventar noch. Hoppala. Das ist schön, ne? So, kann ich jetzt mal... Ja. Jetzt kann ich es holen. Laden wir doch mal gerade nach. So. Was meint der Freunde? Soll ich mal auf die Jagd gehen, hä? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Oh, mir juckt es in den Fingern. Ja, wie gesagt, also Inventar hier ist Pro-Gamer-Level. Also sowas hat normalerweise keiner. Kannst du vergessen, dass du da rankommst. Wie, es knallt mich jetzt einer ab. Ich werde natürlich das nicht speichern können, weil,
man kann einfach in Wast nichts wirklich speichern. Es gibt so viele Hacker, inklusive mir, es gibt so viele Hacker auf Wast, die kümmern es nicht. Wenn du da ein Haus hast mit, was weiß ich, Metallwänden, dreifach gesichert, mit einer Kiste drin, das kümmert die nicht. Die laufen da durch und holen sich dann Zeug. Ob du offscreen bist oder ingame bist, das spielt für die keine Rolle. Und deswegen bringt das rein gar nichts, wenn man irgendwas irgendwo in der Kiste speichert. Meiner Meinung nach ist das ein Bug. Man sollte meiner Meinung nach nicht die Türen so einstellen, dass nur der Besitzer sie öffnen kann, sondern die Kisten, in denen man speichert, so, dass nur der Besitzer sie öffnen kann. Das müsste man machen, weil dann wäre auch dieses durch die Wand glitschen, würde überhaupt nichts mehr bringen. Und ich glaube, fast dieser Nackedei, der da vorhin lang gelaufen ist, war der Kerl, der da vorne dran gelegen hat, wenn er mich fragt. Soll ich mal einen Blick riskieren? Oh. Eichenrustikal, also. So wahnsinnig viel ist da nicht drin. Also das, was ihr hier gerade seht, wie ich hier durch die Wände gehe, das ist das, was ich meine. Also hier, Tür, wo war die? Hier ist die Tür. Wenn ich die öffnen will, steht hier, the door is locked. Wenn ich allerdings rein will, drücke ich einfach Shift, spring rein und dann bin ich drin. Und so einfach geht das. Ihr könnt nichts sicher speichern auf Rust. Das ist egal. Wenn überhaupt, müsst ihr euch eine Kiste holen, müsst ihr weit, weit weg auf einem sehr entfernten Platz irgendwie platzieren, so dass kein Schwein die auch nur sieht, kein Haus drum bauen, einfach nur eine Kiste und müsst die dort safen. Ansonsten, und selbst dann, ist es nicht sicher, dass irgendein Depp die per Zufall findet und euch lootet. Das ist halt einfach die Gefahr bei Rust. Also ihr könnt das nicht komplett umgehen. Aber wie gesagt, es ist ja noch eine Alpha-Version, aber ich will jetzt unbedingt jemanden töten. Wenn ich jetzt schon so weit bin. Seid ihr zwei das? Are you friendly? I warn you, don't shoot at me. I warn you last time. Do you have a microphone? Yeah, no problem. Also ihr seht gerade links. Uah. Der hat mich gerade angeschrieben. Keine Ammunition mehr. Vielleicht nachladen. Okay, do you have a home? Ja, so schnell kann das gehen hier und watch out, there comes Zombies. When you got a home, go there and I follow you. That's too many. I have downed ammunition. Yeah, that's shit. Watch behind you. Zombies are coming. Ja. Hat jetzt geschrieben, er hat keinen zu Hause. Then follow me. Vielleicht sollte ich was essen.
When you need food, I have enough for you. No, this is Fackel. Ja, jetzt suche ich... Scheiße. Jetzt suche ich doch wieder Leute. Hier... Das ist mein ewiger Fehler hier. Watch out, Zombies. Go on the right. Also ihr seht, wie schnell das hier gehen kann. Auch wenn man Munition hat und Waffen hat, da ist man trotzdem schnell mal der Gefickte. Und die Welt ist einfach scheiße gefährlich. Am gefährlichsten sind allerdings die Spieler. Wo bleibt er denn? Da hinten. Das gefährlichste sind die Spieler, weil die Zombies, die sind eigentlich relativ lahmarschig. Wenn man einfach drauf losrennt, so rum, dann haben die eigentlich kaum eine Chance, einen zu verfolgen. Wenn allerdings ein Spieler hinter dir her ist, auch wenn er keinen Hack hat, dann kann das böse ausgehen. Und wenn er natürlich einen Hack hat, dann hast du sowieso verloren. Ja, an für sich finde ich das Spiel cool. Ich habe nur ein Problem. Problem Nummer 1 ist, ich habe kein wirkliches Team, das dieses Game zocken will. Also hin und wieder spielen wir doch mal eine Session und dann kommt immer was dazwischen und dann ist doch nicht ganz das ganze Team da. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde gerade dieses Spiel, gerade so eine Alpha-Version, sollte man das schon unterstützen. Mein Freund ist jetzt, glaube ich, irgendwie abgehauen. Nee, da kommt er. You can run when you press Shift. Shift and W. Yeah, that I mean. Ja, und wie gesagt, ich habe halt kein wirkliches Team, mit dem ich das Spiel zocken will. Ich find's ultra geil, aber die meisten, die haben dann, wenn sie einmal abgeknallt wurden, keinen Bock mehr drauf. Weil es ist einfach viel zu mühselig, hier alles zu sammeln. Hier ist eine Holztür drin, hier wohnt jemand. Be careful, there is someone inside, I think. Anti-Weight-Pillen kann ich gebrauchen. I'm behind the house. Ja. Yeah. Ist da was Wichtiges? Nein. Okay. You're new in the game, right? Yeah, I'm too, but I played now so 2-3 days. You're not a German, right? Okay, and which country do you come from? Because which language do you speak? Ah, okay, Belgium. I'm from Germany. Neighborhood. Okay, we make it this way. I make now a let's play from this game. That means that you are in my video now. And I gonna upload this video in YouTube. And I write you now the link of my channel. So you can see that later. I'm writing now.
Das ist mein YouTube-Channel, also youtube.com/AMDGJode. Oh, watch out. There's coming someone. Watch out. Shit. Don't. Step away. Are you it? I don't see your name. It's you, Stefke? Okay, you got the link? Is that you, Stefke? Behind you. Follow me. Harry, follow me. Come on. I have your ammunition. One. What the fuck? Okay, das war ein Sniper. Ach ja, okay, ich würde ihm jetzt noch schnell per Dings hier schreiben, wie mein Kanal war. Bin ich hier schon wieder gespawnt? Oh. Okay. Dann schreibe ich dem mal. Was für ein Teleport-Request. Okay, ich schreibe den jetzt einfach. Zum Kotzen, ey. Hab mal keine Zeit hier.
Hier wird so viel geschrieben, ich glaube, da hat man nicht wirklich einen Durchblick hier. Ah, vielleicht hat das Skype, dann wird das alles ein bisschen leichter. Es wird jetzt natürlich eine ultralange Aufnahme, also das hatte ich so eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur schnell durchzocken, mal zeigen. Und jetzt kam mir der ganze Scheiß hier in die Hände und... Ach so, okay. Ja, sorry Leute, ich muss jetzt mal kurz auf Skype. Ich mach's zumindest mal auf, damit ich sehe oder höre, wenn was kommt. Weil dieser Stefke, der ist mir jetzt irgendwie doch ans Herz gewachsen, ja. Also eigentlich ist er so ein Vorstab-Noob, der jetzt gerade erst angefangen hat zu spielen. Der hat natürlich überhaupt nicht verstanden, dass ich hier ein Speedhack drin habe. Aber ist ja kein Problem. Okay. Ja, sorry, dass ich jetzt wenig sage. Ich muss mich konzentrieren. Oh, der gefällt mir, der Typ. Was? Wie war das? Steff.Kypers, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich suche mal. Steff.Kypers. Tatsächlich. Dann sende ich mal eine Anfrage. Bin ich mal gespannt, ob der angekommen ist.
Könnt ihr mal sehen, ne? So schnell kriegt man die Mitglieder. Ja, und ach Gott, das war eine Nacht, ey. Also, ich hätte ja auch nie damit gerechnet, dass ich so ein Inventar in die Hand bekomme. Ich finde es richtig geil. Er freut sich jetzt bestimmt auch, dass er im Let's Play zu sehen ist. Und wie gesagt, ich habe hier kaum jemanden, der hier mitmachen will in dem Let's Play. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Klar, man wird natürlich schnell abgeknallt und es macht dann letztendlich keinen Spaß, wenn man ein komplett geiles Inventar hat und das dann innerhalb von 2 Minuten dann wieder gelootet wird oder man macht es in irgendeine Kiste und es ist dann wieder weg. Das ist natürlich alles Kacke. Aber gehört nochmal dazu. Ich muss zwar sagen, die ganze Cheater gehen mir auch noch im Sack. Also wir haben die ganze Zeit eigentlich ohne Cheats gespielt, vor allem der Maurice und ich. Moment, ich schreibe mal gerade was. So. Ja, wie gesagt, der Maurice und ich, wir haben mit einem Polen, 2 Deutschen und einem Kroaten zusammengespielt. Hänger. Okay. Also mit einem Polen, 2 Deutschen und Kroaten, einem Kroaten, haben wir zusammengespielt, der Maurice und ich, und haben versucht, hier Team aufzubauen und Basis aufzubauen und ja, hier groß auf dicke Hosen machen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war eine Katastrophe, weil man wurde immer irgendwie gelootet. Wir haben am Anfang auch gedacht, wir als frische Neuling-Noobs, ne, wir wussten ja gar nicht, dass es für ein Spiel, das in der Pre-Alpha ist, jetzt schon Hacks gibt oder Cheats oder sowas, ne? Haben wir ja gar nicht gewusst. Wir sind da einfach blauäugig reingegangen und haben dann einfach, ah toll, hier ist die Tür auf, haben dann einfach mal versucht, hier, wie weit kommen wir, kriegen wir überhaupt was zustande. Und wir sind natürlich hier, erstmal haben wir täglich, weil wir natürlich immer Server erwischt haben, in denen es nicht möglich war, irgendwelche Befehle zu benutzen. Das heißt, man konnte auch nicht feststellen, wo man ist, wenn man die Karte nicht gekannt hat. Was ist das für ein Haus? Tür auf hier, ja. Und da wir nicht feststellen konnten, wo wir waren, mussten wir uns natürlich immer von Hand zu Fuß suchen. Gibt natürlich den Trick hier, ja, Karte, hier, Straße führt im Kreis, irgendwann triffst du dich, ist klar. Aber da brauchst du, weil normalerweise kannst du ja maximal so schnell rennen. Und das war's. Und einfach brauchst du Energie ohne Ende. Und ich kann jetzt so schnell rennen. Und deswegen war das natürlich ein bisschen tricky. Man hat dann am Anfang bestimmt so 1 Stunde oder 2 hat man natürlich verbracht, damit sich zu finden. Dann kam natürlich noch das Problem dazu mit den anderen Spielern, dass man hier gekillt wurde ohne Ende. Und meistens dann immer so kurz vor Ladenschluss. Also wirklich kurz bevor man sich getroffen hat, kam Bam Headshot und das war's. Und dann durfst du nochmal loslaufen. Und dann gab es wieder Probleme. Und das war eigentlich ein endloser Kreislauf. Also wir hatten es eigentlich nie wirklich hinbekommen, uns wirklich mal zusammenzusetzen und ein Haus zu bauen. So wie das bei dem lieben Gronken Sarazar der Fall ist. Das hat nie funktioniert. Und da läuft einer vom Wolf weg. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade da mit den Türen, weil man sollte das wirklich auf die Kisten umlegen. Das bringt einem nichts, wenn die Tür nicht loopbar ist, weil in der Tür, da befindet sich nichts drin. Man muss wirklich die Kisten so bauen, dass sie nicht loopbar sind. Herr Peter. Und ja, vielleicht wird es auch mal vorschlagen, aber ich denke, da kommen die selber noch drauf. Wie gesagt, ist ja Alpha-Version. Und falls ihr Interesse daran habt, an diesem Projekt hier, Let's Play Rust. Daisy, ja, können wir unter Umständen noch, bin ich aber nicht so der Fan von. Ich finde Bast wesentlich geiler, vor allem auch, weil man bauen kann. Also, falls jemand Interesse daran hat, einfach eine private Nachricht schreiben. Ich bin gerne dabei, jeden anzuhören. Wichtig ist natürlich, keine Cheater. Wie er hier zum Beispiel. Ich mache das ja normalerweise auch nicht. Das ist jetzt nur mal zum Zeigen, weil man sonst überhaupt keine Chance hätte, irgendwas zu zeigen an dem Spiel. Deswegen bitte keine Cheater, ganz normale Spieler. Und einfach mich anschreiben. Ich werde mich dann bei euch melden. Und bin da einfach mal gespannt, wie groß unsere Gruppe ist. Und jetzt braucht ihr euch nicht zu denken hier, ach ja, komm, ich bin bestimmt einer unter 100 und da wird er mich eh nicht wählen. Umso mehr, umso besser.
Also bitte jeder, der geht. Weil umso mehr wir sind, umso mehr überlegen sich die anderen, uns anzugreifen. Den gehe ich jetzt mal verfolgen. So einfach ist nämlich die Geschichte. Und deswegen bitte alle melden. Wer ist denn der Kerl hier? Hi. Behind you. Don't worry, I got no weapon. Hey, I'm naked. I got no weapon. Don't worry. Oh! Hey, what the fuck? I got nothing. Okay. Ein Noob. Habt ihr gehört jetzt? Oh, ups, sorry. War zwar ganz leise, aber er hat's gesagt. Ja, aber so ist das im Wast. Selbst die Noobs, selbst die Anfänger, die sind schon so unversichert, so verunsichert. Die schlagen dann erstmal drauf und fragen dann, ja, hallo. Ja, das ist wie beim Militär. Erst schießen und dann fragen, wohin. Das ist Kacke, sowas. Und so läuft das hier überall auf jedem Server. Ich war auf bestimmt 30 Servern. Oh. Und auf jedem Server war das so. Jedem. Da wurde zuerst geschossen und dann gefragt, wohin. Oh. Die gehören zusammen. Und da hinten fliegt schon wieder einer. Sieht er das? Sieht er das? Den blauen Mann, der fliegt da rum. Das ist ein Cheater. Das sind alles Cheater. Hier, die zwei hier. Und einer von denen stirbt gleich. Und wenn ich Glück habe, machen die sich gegenseitig fertig. Oh. Du siehst mich nicht. Ja, da fliegt mal wieder schön. So läuft das hier auf dem Server. So, genau so läuft das. Es gibt Cheater ohne Ende. Und jetzt kommt da noch ein dritter dazu. Ja, der will sich jetzt verteidigen. Oder der eine ist getötet worden. Ich überlege jetzt gerade, soll ich... Ja, komm, mach's fett. Das finde ich aber nicht gut, dass du zu mir kommst. Junge. So schnell kann das gehen. Der wartet jetzt und wartet und auf was wartet er? Und jetzt knallt er sie ab. Holy crap, woher habe ich die Waffen? Alter. Ja. So schnell kann es gehen. Ich hatte gerade scheißgeile Waffen. Ja, okay, wie gesagt. Das war's mal wieder bei AMD Geode. Das war mein Let's Play. Ich sag jetzt mal im Let's Test quasi, ob man das Let's Play wirklich machen sollte. Wie gesagt, es ist eine Alpha-Version, ist noch relativ neu, gibt's noch relativ viele Bugs und wie gesagt, es ist nichts sicher. Man hat's an Mann und man muss sich jede Season das alles neu zusammensuchen, jede Session quasi und muss dann mit dem, was man hat, auskommen. Also man kann nichts irgendwo in der Kiste lagern und so. Das, wie gesagt, das bringt nichts. Und deswegen, falls jemand Interesse hat, wie gesagt, meldet euch. Ich bin dankbar für jeden. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, AMD Geode für euch. Ciao.